Wieder zurück in die Regionalliga Süd. 1. FC Saarbrücken gegen Mainz 05. Der 1. FC Saarbrücken, der hat jetzt wieder so ein bisschen Gefühl, große Welt, großes Kino zu Hause. Man ist schließlich Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga gewesen. Zweimal wieder aufgestiegen, aber immer auch wieder abgestiegen. Und große Namen zieren die Vereinsgeschichte. Beispielsweise Felix Magath hat da mal gespielt oder Dieter Müller, Wolfram Buttke oder Andi Brehme und ein gewisser Stefan Beckenbauer. Und jetzt glaubt man mit Trainer Michael Henke, den Mann gefunden zu haben, der die Mannschaft wieder zurückbringen kann in die zweite Liga. Wird es gegen Mainz 05 reichen? Wann immer die beiden Mannschaften aufeinander getroffen sind, und zwar häufig genug in der zweiten Liga, dann war es immer sehr, sehr eng. Meistens gab es ein Unentschieden und wenn ein Sieg, dann nur mit einem Tor Unterschied. Genau das wird Michael Henke seinen Jungs gesagt haben, nehme ich mal an. Bela Reti also von der Partie 1. FC Saarbrücken gegen Mainz 05. Für Michael Henke ist Saarbrücken die zweite Station als Cheftrainer. Nach der Entlassung in Kaiserslautern soll der frühere Assistent von Ottmar Hitzfeld die Saarbrücker zurück in die zweite Liga führen. Heute im Pokal ohne 7 Stammspieler. Mainz ohne Nationalspieler Manuel Friedrich, der nach einer Knieoperation 3 Wochen ausfällt. Jürgen Klopp mit 2 Änderungen in der Aufstellung. Gunisch, Neuzugang aus St. Pauli, mit seinem ersten Pflichtspiel statt Friedrich. Und vorne spielt Edu statt Tobias Damm. Das anspruchsvolle Saarbrücker Publikum unzufrieden mit dem Saisonstart. Zurzeit Platz 7 in der Regionalliga. Michael Henke steht schon im Fokus der Kritik. Gut 20 Minuten vorbei. Hier ist Gunisch. Bis dahin schleppt sich das Spiel im Ludwigspark so dahin. Dann der Pass von Pekovic zu Edu. Die erste Chance der Begegnung durch den brasilianischen Neuzugang aus Bochum. Das Tor hätte aber für mich nicht zählen dürfen, denn hier nimmt Edu den Ball mit der Hand an. Freistoß für den 1. FC Saarbrücken. Lenkens und danach Schuss von Hafner. Kleine Unsicherheit bei Torwart Dimo Wache. Das erste Zeichen des 1. FC Saarbrücken. Danach der Regionalligist etwas einfallsreicher, beweglicher. Michael Henkes Notelf findet Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel. Mainz zieht sich weit zurück und dann Charles Hafner, einer von 6 Franzosen in der Saarbrücker Elf. Noch 4 Minuten bis zur Pause. Mainz lässt sich unerklärlicherweise weit nach hinten drängen. Ballverluste im Mittelfeld. Saarbrücken ausgesprochen ballsicher, technisch gut. Lindchens, Jäger und da kullert der Ball ins Tor. Hafner 1:0 in der 42. Minute. Torschütze Charles Hafner. Im ersten Moment war der Eindruck da, so wie es ein Eigentor gewesen wäre von Duricha. Michael Henke mit seinem ersten Erfolgserlebnis an diesem Tag. Noch einmal die Wiederholung. Lindchens, der Vorbereiter, gegen Noweski. Und dann durch die Beine von Cha. Der Schuss von Hafner zum 1:0 für den Regionalligisten. Reklamation bei den Mainzern. Azuag bekommt noch die gelbe Karte, applaudiert noch. Hemisch hat noch Glück. Jürgen Klopp um Aufarbeitung bemüht, gemeinsam auf dem Weg mit Günther Perl in die Kabine. Und gleich werden wir sehen, was er moniert hat. Nämlich hier vorne ein Foul an Edu durch den Mann mit der 5 von Mansur Assoumani. Und nach dieser Aktion entsteht die Situation zum 1:0. Zweite Hälfte. Jürgen Klopp offenbar mit einem ordentlichen Weckruf in der Kabine. Mainzer jetzt stärker mit Feulner. Spielerisch der eindrucksvollste Mainzer. Und dann Edu, der zweite gute Angriff des Bundesligisten in diesem Spiel. Enver Marina, übrigens Torwart Nummer 3 der Saarländer, da Peter Eich und sein Ersatz verletzt sind. Aber dass Saarbrücken auch nicht nachlässt, entwickelt sich allmählich ein rasantes Spiel. Nährbauer. Und an diesem Ball von Thorsten Nährbauer wäre Dimo Wache nicht herangekommen. Und jetzt geht's auf und ab. Wieder der Bundesligist. Ballverlust. Der Saarbrücker Gerber erobert den Ball. Feulner. Und dann Edu. Unglaublich viele Chancen für den Brasilianer.
der sich durchsetzen kann gegen den französischen Innenverteidiger. Freistoß Mainz, halbe Stunde noch. Nowetzki. Ja, der wäre im Abseits gewesen. Und die Fahne geht jetzt hoch. Hätte nicht gezählt, noch eine halbe Stunde kommt Amri, ein früherer Saarbrücker für Fabian Gerber. Amri, der in der letzten Saison mit Saarbrücken aus der zweiten Liga abgestiegen ist, gerade aktuell algerischer Nationalspieler geworden. Immer noch ein 1:0 für Saarbrücken, Spiel auf ein Tor, Ecke Mainz 05. Rose, und da wirbt sich Marina dazwischen. Super Leistung des dritten Torwarts, des Regionalligisten bei diesem Schuss von Rose. Mainz kämpft um den Ausgleich. Noch knapp 20 Minuten Beratung bei den Trainern. Was tun? Jürgen Klopp entscheidet sich dafür, Azuag rauszunehmen. Addo zum ersten Mal im Kader. Otto Addo kommt ins Spiel. Nach Verletzung zum ersten Mal im Kader. Nur seltene Entlastungsmöglichkeiten für die Saarbrücker. Hajdarovic ist das, der Eingewechselte. Und dann der Franzose, Jonathan Jäger und Dimo Wache. Das wäre die Entscheidung gewesen im Ludwigspark. Und Mainz drängt weiter auf den Ausgleich, noch 6 Minuten zu spielen. Und dann der Mann mit der 19, Hajdarovic, nach diesem Schuss von Otto Addo auf der Linie mit der Hand. Weder vom Schiedsrichter Perl noch von seinen Assistenten registriert. Hier geht der Ball aktiv zum, die Hand aktiv zum Ball. Klarer Elfmeter, der dem Mainzern hier verweigert wird. Günther Perl aus München. Noch 5 Minuten zu spielen. Mainz nur noch im Strafraum des 1. FC Saarbrücken. Wieder Addo. Jovanovic. 90 Minuten vorbei. Die Nachspielzeit wird gleich angezeigt. Es sind noch 3 Minuten. Noch 3 Minuten. Die letzte Möglichkeit, Jovanovic. Die letzte Chance des Bundesligisten. Und Mainz 05 ist draußen. Saarbrücken erreicht die zweite Runde. Und Jürgen Klopp kann nur mit Mühe seine Wut unterdrücken, während sich Michael Henke freut. Seine Wut auf Schiedsrichter Günther Perl. Lars Rutemann hat mal nachgehorcht, woran es lag. Ich finde, dass Schiri einen zu großen Anteil gehabt am Ergebnis. Also ich glaube, dass erste Halbzeit ein klares Foul war. Ah, du, dass er nicht abpfeift, so nach dem Motto, lass mal laufen. Und wenn das hier kein Handelfmeter war, dann wird es schwer, noch irgendwelche zu pfeifen, weil nur fangen ist klarer. Und das ist einfach nicht wahr. Also besser kann man nicht drauf gucken. Ich weiß nicht, was er hatte. Keine Ahnung. Ich fand, so Schnittsituationen sind einfach viel zu häufig gegen uns gepfiffen worden. Und dann in so einem Spiel, wo der Gegner nur hinten drin steht, dann kannst du praktisch kaum was machen. Offensichtlich klappt diese deutsch-französische Connection ganz gut hier in Saarbrücken, oder? Ja gut, jetzt heute hat es geklappt. Wir haben natürlich Nachholbedarf von der Liga. Da haben wir die Leute, auch hier die Zuschauer, die heute fantastisch waren, enttäuscht. Und deshalb müssen wir das auch jetzt wirklich als Anschub nehmen, um bessere Leistungen in der Regionalliga zu bringen. Die Regionalliga Süd hat die Bundesliga also ordentlich durchgemischt. Gestern Pirmasens und Kickers Stuttgart, heute Pfullendorf und Mainz. Und am nächsten Mittwoch können sie dann aufeinander los. Saarbrücken und Pirmasens. Und liebe Zuschauer,
Die Schiedsrichterentscheidung wird Ihnen genauso befremdlich vorgekommen sein wie diese schwarze Leiste an Ihrem Gerät. Da ist nichts defekt. Das ist bei uns irrtümlich rausgegangen. Also Nachsicht bitte. Hier sind also die Ergebnisse der Bundesliga-Vereine. Darmstadt, Hertha BSC 0:1 nach Verlängerung. Dann Saarbrücken gegen Mainz und Pfullendorf gegen Arminia Bielefeld, jeweils mit Erfolgen. Chemnitz unterliegt Alemannia Aachen mit 0:2. Borussia Mönchengladbach souverän beim Fünftligisten bei Rosbach. Zwergosch mit 3 Toren, Wolfsburg knapp an der Blamage vorbei. Erst in der Schlussphase dann 2 entscheidende Tore von Klimowitz. Der SFC Köln gewinnt in Jena. 1860 München, auch das eine Überraschung, verliert beim VfB Lübeck Regionalliga. Ahlen mit Trainer Bernhard Dienz gegen seinen Ex-Club gegen den MSV Duisburg 1:2. Und auch Hansa Rostock, Zweitliga-Club, verliert in der Oberliga bei Babelsberg. Fellberg dann gegen Unterhaching 0:3. Was bleibt am Ende? Dass 5 von 18 Bundesliga-Clubs ausgeschieden sind, das ist Rekord. Das hat es noch nie gegeben in der DFB-Pokalgeschichte. Darunter 2 Clubs, die schon am Dienstag, am Mittwoch dann im großen Champions League Geschäft ran müssen in England gegen Arsenal bzw. Chelsea. Auslosung nächsten Samstag im aktuellen Sportstudio, hier also im Studio 3. Und die zweite Runde wird dann gespielt am 24. und 25. Oktober.